Kommen wir zum schwersten Boss in Auridun, das ist Asakel. Wir haben uns hier folgende Aufstellung überlegt. 1 DD links, 2 DDs rechts und einer oder beide DDs springen dann immer zu dem anderen, sollten die anderen Ads auf dieser Seite kommen, wo unsere Magierin gerade steht. Es geht im Grunde hier folgendes drum. Wir prügeln Asakel auf 75% HP herunter und er wird dann anschließend in die Luft gehen und wird die Fähigkeit Klauen von Argus wirken. Bei Klauen von Argus, da macht er das, wird er jetzt verschiedene Ads beschwören. Einmal eine Teufelswache, da hinten seht ihr sie, die taucht da gleich auf am Ende. Und zwei verschiedene Arten von Wichtel. Einen grünen Wichtel, das ist der kichernde Feuerteufel, und noch einen roten Wichtel, der ist in diesem Kampf total zu vernachlässigen, den seht ihr da gerade rechts. Die Aufgabe der Ds ist jetzt folgendes, die kichernden Feuerteufel sofort zu unterbrechen und umzuhauen. Hier auf der Beta haben die so viel Schaden gemacht, wenn die einen Cast durchbekommen, dann ist ein DD sofort tot. Um das Ganze einigermaßen zu kontrollieren, ist es sehr wichtig, der Tank hat nur die Aufgabe hier, den, da wurde unsere Magierin gerade getroffen vom Feuerteufel. Das war also, wie ihr sehen konntet, sehr tödlich, da rennt er nämlich und die DDs haben ihn nicht beachtet. Da hat einer einfach gepennt. Sie müssen halt sofort unterbrochen werden, sie casten Teufelsschlag und wenn das einmal durchgeht, dann liegt einer von den DDs im Dreck. In diesem Fall ist bei diesem Bosskampf hier so gut wie alles schief gegangen, was die Spawns betrifft. Das hier ist schon recht schwierig gewesen. Man hat manchmal das Glück und diese grünen Feuerteufel spawnen einmal links und einmal rechts. In diesem Fall sind sie immer auf verschiedenen Seiten mit mehreren gleich gespawnt und sie haben sehr viel Leben. Solltet ihr mit einer Random-Gruppe da drinne sein, macht folgendes. Nutzt die Zielmarkierungssymbole und markiert diese Dinger, denn sonst leben die zu lange. Wenn ihr, wie ihr sehen könnt, schießt der Hunter weiter auf Asakel. Nun wird der Grüne hier gemarkt. Ich informiere ihn nochmal darüber, du musst diesen Grünen da umhauen, sonst haben wir ein Problem und er schwenkt jetzt um auf den. Diese Grünen, die darf man nicht laufen lassen. Zu den Roten, die da hinten rumtanzen, die könnt ihr so gut wie völlig vernachlässigen. Das Einzige, was passiert, wenn ihr um die herumsteht, ihr werdet gestunt und euer Schaden fällt aus. Die Teufelswache, die da rumsteht, die wird einfach nur aufgetankt, auf die macht man überhaupt keinen Schaden. Die kann man völlig ignorieren, das muss der Tank überleben und der Heiler hochheilen. Asakel macht das Ganze mit dem Hochfliegen öfters mal und dann gibt es auch schon wieder neue Ads und ihr seht das Problem, wenn man nicht schnell genug diese Ads herunterkloppt oder abspottet, wie hier, dann werden diese Ads diesen Teufelsschlag auf alle Spieler machen. Wenn ihr das einmal verpasst, dann ist die ganze Gruppe im Dreck. Die hauen zumindest auf der Beta heftig rein und One-Hitten allen gerne mal. Zumindest als Stoffelag machen. Einfach sofort im Dreck. Da ist wieder einer, ihr könnt sehen, sie haben sehr, sehr viel Leben. Das bedeutet, dass wenn zwei DDs auf der rechten Seite sind und einer nur auf der linken, dann müssen die anderen DDs einfach mal mit rüberkommen, um diese kleinen Viecher da zu zerstören. Die haben immer oberste Priorität bei diesem Bosskampf. Es sei denn, der Boss ist so weit runter, dass man sie ignorieren kann, dann kann man auch mal drauf gehen und macht es einfach so, informiert die Mitspieler, hey, da ist ein grüner Wichtel, wenn ihr keinen Teamspeak oder sowas zur Verfügung habt mit einer Random-Gruppe als Beispiel, dann wissen die auch Bescheid, gehen drauf und dann ist das Ganze gar kein Problem. Wobei ihr gleich sehen werdet, dass noch ein weiterer gleich im Dreck liegt, weil er eben diesen Spell abbekommen hat. Ob das nachher in der Live-Version immer noch so stark sein wird, ist noch unbekannt. Die Taktik sollte jedoch einfach die gleiche sein. Rot ignorieren, Teufelswache off-tanken und die Grünen einfach zerstören. Damit ist Asakel überhaupt gar kein großes Problem. Es ist halt nur sehr unübersichtlich und man muss zwischen all diesen Flächeneffekten schnell herausfinden, wo welches Ad ist. Hier bei der Prozentanzahl des Lebens ignorieren wir die einfach und gehen einfach nur noch auf Asakel. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Bosskampf und bis zum nächsten Mal.